Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, meine lieben Freunde. Ja, wir sind hier wieder dabei in unserem Miss Ellie's Diner Park und bauen wir den Venom oder bauen wir den Venom nicht? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Die letzte Entwicklung, die wir oder Forschung, die wir hatten, war halt ein Hypercoaster. Muss mal gerade was zu trinken einschütten. Und Hypercoaster ist halt Arschloch teuer, natürlich geil. Aber auch so langgezogen, weißt du, und ich will konzentriert auf einen Punkt, weil der ist schon sehr, sehr groß. Natürlich passt hier geil ein Hypercoaster hin, also Platz haben wir dafür. Aber ich will erstmal so konzentrierte Geilheit einfach. Und dazu würde Venom am ehesten passen, tatsächlich. Und wenn ich das hier so sehe. Warte mal, wie sieht das mit den Stützen normal aus, wenn die... Also es soll realistisch aussehen, darum geht es mir gerade. Wenn jetzt da die... Dann wird diese... Ja, der ist schon ein bisschen wenig. Jetzt ist besser. Da, wenn da zwei Stützen sind. Ich würde sagen, wir bauen den, oder? Wir holen uns den Kredit und dann bauen wir die Venom. Machen wir jetzt. Der hat zwar... Also der hat Nervenkitzel nur 3,8. Was hat denn zum Beispiel... wo ist er denn jetzt nochmal? Da. Ja. Der hat natürlich mehr. Ich weiß halt nicht, worauf die Leute hier am ehesten stehen. Kann man das eigentlich sehen? Was Gäste? Was für eine Intensität, die am ehesten bevorzugen? Steht das irgendwo? Nee, ne? Das steht leider nirgends. Steht nur alles Geld und so. Prozente, wie viel. Ich hab Durst, der ganze Müll ist widerlich. Leute, scheiß drauf, ich baue jetzt den Venom. Ist mir jetzt egal, der passt da super hin. Finanzen, fügen Darlehen hinzu. Zack, boom, haben wir 13.000. Zack, boom. Bauen wir den Venom jetzt. Ich baue den jetzt, ist mir egal. So, geile Hängi. Achterbahn hier. It's done. Leute, es ist Fakt. Und es ist getan. Und ich finde, es sieht ganz geil aus. Ich finde, es sieht ganz geil aus. Also langsam kriegt der Park hier eine richtige Skyline und das auf kleinem Platz. Und das finde ich sehr, sehr gut. So, Eingang, Ausgang machen wir klassisch. Hello, I want to place the Ausgang. Ja, was ist denn jetzt los? Warum kann ich den Ausgang nicht placen? Ach, den muss ich auf der Seite. Aha, okay. Ja, da bin ich aber ziemlich gefangen hier, ne? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Na egal, da müssen wir down. Down. Tatsächlich müssen wir ja hier auch ziemlich viel Parkbewertung schaffen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir hier eventuell dann doch auch ein bisschen Alter, wie hoch muss ich denn bitte, um den scheiß Weg dazu passieren? Wir müssen ein bisschen sehen, dass wir hier doch ein bisschen Szenerie auch noch machen. Weil sonst wird das nichts.
So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Hauptweg hier weiterführen. Der Hauptweg war in dieser Form. War das 8 breit hier? Ja. Okay. Kann ich hier eigentlich Terra 2 machen? Ich würde schon ganz gerne. Schon wieder, ne? Ich muss den Weg da nochmal wegmachen. Ich verstehe das auch nicht, ey. Warum kann das nicht mal geil sein? Geil. Water. Water. Das gefällt mir. So. Was sind die scheiß Stützen da weg, oder was? Och, Leute, ist das euer dreckiger Ernst? Was passiert denn jetzt hier schon wieder? Den kann ich hier nicht fucking normal übers Wasser. Was ist das denn schon wieder? Die gehen ja echt auf den Sack, ne? Grüner ging es nicht, oder wie war das hier, ne? Das ist schon das Grünste hier, ne? Schlecht. Oh, 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 nein! McKinley Schuster! Nein! Kann ich dich nicht irgendwie zurückgewinnen? War hier in dem scheiß Shop, ne? Ja, da ist er. Kann ich dich nicht irgendwie zurückgewinnen, McKinley? Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn einfach vergessen. Naja, gut. Dann ist der Shop jetzt wenigstens zu. Den machen wir zu. So, hier ist ja nichts los. Galpi Energy Shop ist jetzt zu. Ist jetzt halt so, Freunde. Wir machen übrigens trotzdem Plus. Das ist ganz gut. Und muss jetzt hier mal gerade das Teil anbinden. Also manchmal. Was ist das? So, das müsste jetzt mal reichen. Ja, was machen wir hier mit dem Ausgang? Den müssen wir auch noch anbinden.
Genau. Oh, hier schön auf die 7. Guck mal, ob wir da jetzt unter der Achterbahn her können. Ernsthaft? Ach, die Stützen? Nein. Ach, Mann. Genau. Geht nicht. Geht. Perfekt. Gut. Okay, das Teil ist angebunden. Ich finde auch, egal ob es Szenerie ist oder nicht, wir sollten es direkt aufmachen. Sind da zwei Züge? Das ist doch nicht nur ein Zug jetzt. Leute, macht mich jetzt hier nicht wahnsinnig. Zwei Züge. Sowas von. So, was machen wir hier? Machen wir erstmal 25, gucken mal, ob hier dann irgendjemand drauf geht. Testen das Ganze und dann geht's los. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier ein bisschen Szenerie an den Start kriegen. Und die Frage ist natürlich, wie? Was? Wieso überhaupt? Hier hätte ich jetzt ganz, ganz gerne, dass das einfach mal gerade aufs Wasser rausgeht. Scheiße. Ja, das ist so dumm, ne? Das ist wirklich so was von dumm. Auch mal gerade Baupläne. Nee, was habe ich denn? Nichts hier. Wir waren eigentlich in diesem. Großer Western eigentlich. Nee, Freunde. War es hier nichts irgendwie anderes? Nur dieser Schund. Gerade Gewässern im Missstand. Cola noch reinzuballern. Er ist nicht angebunden, oder? Nee, das reicht. Müssen nur gucken, dass wir jetzt hier auch nicht zweimal Hotdog drin haben. Warte, wie war denn das jetzt nochmal? Scheiße. Wann läuft da so eine Musik? Den lassen wir mal fritten. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt einmal fritten. Brauchen natürlich was zu trinken. Das ist noch fritten, ne? Ja, fritten. Dann nehmen wir natürlich einen Slush rein. Hm.
Slushy. Ein Klo. Und noch irgendwas zu essen. Professor Wurst, Leute. So, Professor Wurst und das Klo machen wir hier rein. So, nur gerade mal das weg. Das weg. Ist das da? Lass das dran. Wo ist das Klo? Perfekt. Okay, dann haben wir hier kleine Fressmeile wieder am Start. Wir müssen die noch aufmachen. Zack, Leute, Venom ist auf. Okay, Fressmeile am Start. Szenerie. Und natürlich ein paar Picknickbänke. Oh. Mülleimer nicht vergessen. Und dann noch ein paar... Wo sind die eigentlich? Lampen hier. Alter. Die sind nicht an den Weg gebunden, oder was? Kommen die Leute. The people are coming. So, das ist okay. Gut. Natur. Freunde, Natur. Uns das, was ja noch nicht viel, also an Leuten, neue Leute, aber das kommt. Eiche, ich weiß, aber egal, wir bauen Eiche. Das ist Mixed Nature hier, nennt sich das. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
schönes Stilmittel, was auch in der ganzen Welt Anklang findet und sehr, sehr beliebt ist. Okay, der passt tatsächlich wirklich überhaupt nicht. Was denn hier? Ja, passt. Nix. Shit. Warum ehesten? Also was? Ja, manche fragen sich jetzt, ey, warum hältst du dich jetzt so lange hier mit so einem Kack-Essensbereich auf? Ja, Leute, wir müssen die Szeneriebewertung nach oben treiben. Sonst haben wir ein Problem und schaffen das hier nicht. Und deswegen gibt es jetzt hier ein bisschen Action. Guck, die Leute mögen es. Die Leute kommen. Ne? Und das ist geil. Komm. Hier so ein schönes Sägeblatt einfach auch mal hin. Boah, hier sind zwei so eine Räder dran. Das ist doch in Ordnung. Nee. Formschnitt auch Schwachsinn. Ranken Schwachsinn. Dann machen wir jetzt noch ein paar Blümchen. Oh nein, ey, die kündigen alle. Was ist da los? Ah, so eine Scheiße. Boah, auf jeden Fall einen neuen Hausmeister. Wir brauchen zwei neue Hausmeister mindestens. Jetzt ordentlich Weg dazu gekriegt. So, zwei neue Hausmeister und einen neuen Techniker brauchen wir auch. Und noch einen neuen, wie heißt das hier? Verbrechensjäger, wie heißt es? Ja, Security Guy. Brauchen wir auch. Leute, und die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Aber, Leute, es wächst. Es wächst und gedeiht. Und ich finde, dass wir machen momentan auf jeden Fall kein Minus, das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch Leute in den Park kriegen und den Bereich hier weiter ausbauen. Hier muss noch ein Flat Ride hin und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Miss Ellie's Diner.